Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, ich entwickle mich immer mehr zu einem News-Kanal. Ich hoffe nicht. Zuallererst möchte ich gerne einen Applaus spenden. In Richtung Mois. Der hat gestern 100.000 Abonnenten geknackt. Und ich glaube, bei 100.000 Abos kriegt man ja so einen YouTube-Play-Button. Ihr wisst, was ihr damit einstellen sollt. Zu diesem Anlass gibt es natürlich ein wunderschönes Zitat von Kianos. Ich lese das mal einmal ganz kurz vor. Es ist unwichtig, was die Leute hinter deinem Rücken reden. Wichtig ist, wenn du dich umdrehst und sie die Fresse halten. Ich glaube, das Zitat ist dazu passend. Es gibt noch weitere News, und zwar der liebe Farid Bang hat einen Instagram-Post gemacht, in dem er geschrieben hat, wenn man noch weitere 10.000 Einheiten von JBG kaufen würde, so würde JBG Platin gehen. Das freut mich für die Jungs, ich feiere die Jungs. Ich habe einige Songs bei Spotify gegönnt und ziehe mir sie immer noch rein. Dann gibt es noch eine kleine News am Rande, und zwar der Azad hat einen Post gemacht. Ja, 70% seines Albums ist fertig. Ich freue mich wirklich drauf. Ich will mal gucken, wie viele Features er mit Animus gemacht hat und wie die Tracks so sind. Des Weiteren, die Boxen von 18 Karat sind ausverkauft. Ich glaube, man kann sie noch irgendwo online bestellen. Ansonsten war's das. Es gibt ansonsten derzeit nichts Neues, außer Bushido will wieder mal in 9 Wochen seine Tour starten. Ihr könnt vielleicht seine Karten kaufen oder vorbestellen. Und wenn ihr Glück habt, findet auch eine Tour statt. Ansonsten, habt ihr umsonst Geld ausgegeben und der junge Mann macht wieder Massage. Ja, Massagetermine auf eurem Nacken. So einfach läuft das. Ja, ansonsten gab es nichts Neues auf dieser Welt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und scheiße, ist das jetzt alles so schlecht geworden. See ya.